Sieh mal an, hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber warte, wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke, er gehört dir. Ich bin Hawthorne und das ist Louis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Das wird ein langer Flug. Siehst du, Reisender, all meine Taten? Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kallus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Du bist also der, der für den Reisenden spricht. Wir erreichen die europäische Todeszone. Da machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken.
So, wir sind jetzt auf der Farm in Europa. Moment, ich bin noch im Ladebildschirm. Nachricht für Xur. Was ist Xur? Siehst du andere Leute online? Ich glaube, aber das geht hier. Sag mir, wenn du da bist. Bin da. Okay, dann lade ich dich mal ein. Mal gucken, wie das geht. Kannst keine Waffe ziehen, auf jeden Fall. Ja, das ist halt... Safe Zone. Ja. Gucken, ob das so rüber geht, wenn ich jetzt hier und dann... Kann ich dich hierüber einladen? Ich weiß es halt nicht. Ich kann einen Online-Spieler, deswegen. Ich weiß nicht, ob wir zum Orbit müssen dafür. Kehre zum Orbit zurück. Kannst du mal kurz auf deinem Handy gucken, wie das geht? Handy? Ja, wie man andere Spiele einlädt oder auf dem PC, wie auch immer. Ja. Ich glaube, das geht über einen Orbit, aber ich bin mir halt nicht sicher. Dass oder, die Post oder du musst im Plan gehen. Warte mal, ich gehe mal kurz zum Orbit. Versuch das mal. Hallo. Ich glaube, das ist immer so das Hauptmenü, wenn man so will. Ich glaube, das soll sogar die Schweiz sein. Oder Deutschland. Und Erweiterung 1. Fluch des Osiris ist live. Das weiß ich. Great Fract Leviathan wurde geöffnet. Erweise dich als würdig. Bla bla bla. Erweiterung 2. Kriegsgeist ist live. Ja, wait. Ah, drei Freunde einladen. Hier geht das. Okay. Dann lade ich dich mal ein, Mampe. In Einsatztrupp einladen. Einladung senden. Sendet, gesendet. Ich weiß nicht, ob du dafür auch in den Orbit musst, aber wahrscheinlich, oder? Ich habe einfach da Dings bekommen. Ein neuer Einsatztrupp beitreten. Gut, wie komme ich jetzt wieder? Ach, die Farm. Ich muss jetzt einfach wieder zurück zur Farm, ne? Wo sind die Orbit? Ich komme zur Farm. Ja, warte mal, nicht, dass ich jetzt beim Orbit bin. Nee, bleib mal da. Teleportiere mich gerade. Ich hab schwarzen Bildschirm. Ja, ich teleportiere mich gerade zu dir. Du bist jetzt auch bei mir, also dein Raumschiff ist bei mir. Hi. Hallo. Und jetzt fliegen wir gemeinsam zur Farm. Wow, extra hoch aus der Erde und wieder zurück. Ja, zurück zur Farm. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich glaube, ich habe gelesen, dass es irgendwas Deutschsprachiges sein soll. Sehen wir dann in den Schildern, wenn das stimmen sollte. Russland war im Teil 1, stimmt. Bist du auch im Ladebildschirm mit deinem Raumschiff? Ja. Okay. Und es hat schnell Sturzflug. So. Das ist alles. Hallo. Wir sehen uns hier in der Third Person auf der Farm, weil es halt Safe Zone. Das finde ich geil. Wird mir viel besser gefallen. Ach, ich weiß nicht, ob ihr so gut zielen könntet, aber wahrscheinlich, aber. Ich komme meistens damit besser klar. Zur Poststelle, kriege ich denn hier was, wenn ich mit dir spreche? Hast du was für mich? Hast du Post? Nein, ich habe keine Post. Ich habe keine Post. Ich auch. Niemand will mir Post geben. Geben vor allen Dingen. Vor allem, wie der rennen kann. Gut, wir müssen wahrscheinlich jetzt zu dem roten Ding, ne? Oh, guck mal, das ist voll schön. Warum zerstört man sowas Schönes? Frag den Menschen, der zerstört die Erde doch genauso. Ja, eben! Jeder zerstört hier alles. Warte, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich guck mal, ob ich irgendwo hier an die Untertitel komme. Audio. Stimmenwiedergabe. Ja, nee. Nee. Seltsam. Ich kann hier keine Untertitel einstellen. Du? Hab schon aus Versehen drauf gedrückt. Die labert mich gerade zu. Okay, jetzt rede ich mit dir auch. Oh, da bin ich aber froh, dass du an einem Stück bist.
Ich bin Tyra. Tyra Khan. Sind wir uns schon mal begegnet? Ohne Verbindung zum Licht bin ich etwas desorientiert. Ich höre, du suchst das Bruchstück des Reisenden. Auch ich habe davon geträumt. Der zersplitterte, kaputte Rand. Eine Wunde, die niemals heilt. Doch ich traue seiner Anziehungskraft nicht. Wie wir kennt auch das Bruchstück das Licht nicht mehr. Nicht seit der Reisende es während des Untergangs abwarf. Seit Jahrhunderten verdirbt es alles um sich herum. Sein Aufenthaltsort ist nun ein Ort des Todes. Wenn du wirklich gehen willst, vergiss nicht. Wir Hüter sind nicht länger unsterblich. Merkwürdig. Tyra Khan, die Historikerin und Krypto-Archin Tyra Khan, dekodiert ein Kramo und ist stets auf der Suche nach Schätzen aus der Vergangenheit der Menschen. Auch Tyra floh aus der Stadt und fand Zuflucht in diesem Camp. Sie verlor ebenfalls das Licht, aber hat erfahren, dass du eine Vision vom Bruchstück hattest. Tyra warnt dich vor den Gefahren im umliegenden Düsterwald. Besonders jetzt, da du sterblich bist. Nimm Tyras Geschenk und suche die Leiterin des Camps Soraya Hortum auf. Okay, nehmen wir doch gerne. Also Geschenk ich, angenommen. Ich habe jetzt einmal hier auf Einstellungen gegangen. Ja. Und dann auf Bedienung. Da bin ich auf Untertitel aktiviert gegangen, ne? Aber trotzdem passiert da nichts. Naja, okay, dann ist es auch egal. Man braucht ja keinen unbedingt. Ich muss nur die Einstellung richtig machen. So, ich habe hier Rüstung bekommen. Doch. Ah, die ist besser als meine alte, dann wechseln wir mal. Ich bin von 10 auf 11 hochgerüstet. Alter, was echt? Hast du denn da für eine scheiß Frisur? Ich bin von 10 auf 21 gegangen. Ja, ich meine, vom Power Level bin ich hochgegangen. Ach so, ja. Ich war auch 21. Keine bessere Waffe. Ne? Das ist echt eine scheiß Frisur, weißt du das? Nee, es gibt halt keine gute Frauenfrisur in dem Spiel. Ich auch so gegelte Haare nach hinten. Cool, jetzt müssen wir hier mit der reden. Warte mal, hier, komm mal gerade her. Tresor, okay, ne, hier kann man Sachen lagern. Ich will mich erstmal umsehen, bevor wir jetzt direkt weitermachen. Hier kann man wegfliegen. Was? Ja, hier ein Flugzeug ist deswegen. Ausschalten, das kann ich hier ausschalten. Egal, dann reden wir mal mit der. Oder wo bist du gerade? Wir nehmen dir. Ich fast hinter dir. Ach, da, gut. Hi. Labarababa. Wow. Hier ist ja eine Menge los. Aber ich habe ja auch mein halbes Leben lang außerhalb der Stadt gelebt. Also. Egal. Ich habe gehört, du wolltest dir das schrottige Überbleibsel des Reisenden anschauen. Ihr Hüter und eure Freizeitaktivitäten. Also, Louis und ich hören immer auf unser Bauchgefühl. Ich werde dich da nicht aufhalten. Ich habe hier genug zu tun. Nimm das Schiff, mit dem du gekommen bist. Dann kommst du schneller zurück. Siehst du die ganzen Flüchtlinge? Ich habe noch niemanden verloren. Mach mir meine Statistik nicht kaputt.